Okidoki. Dann besuchen wir wohl Kaffee. Oh, Moe. Er verhört den Hotdog-Verkäufer, oder was? Na morgen. Sind Sie geschäftlich oder zum Vergnügen hier? Was? Sind Sie hier, um den seltsamen Fall des vergifteten Würstchens zu untersuchen, oder stopfen Sie sich einfach nur voll? Das kränkt mich, Kleiner. Ich bin ein absoluter Profi. Ich habe nur etwas herumgeschnüffelt. Verstehe. Willst du einen Hotdog? Und was haben Sie rausgefunden? Dass von nun an Hotdogs mit extra Chili meine neue Lieblingssorte sind. Ich wusste nicht. Aha, das klingt nach sehr gut. Nach so einer guten Ermittlungsarbeit. Es gibt hier keinen Fall, Junge. Ich weiß nicht, was dein Freund gute Ermittlungsarbeit. Aber es war nicht das Essen dieses netten Herrn. So viel ist sicher. Außerdem, er verkauft nur das feinste Fleisch. Na, alle seine das Produkte haben glaub ich ihm nicht. Und die kann man unmöglich fälschen. Sie sicher? Sie sind sogar datiert. Tut mir leid. Okay, aber das hier ist noch nicht vorbei. Sicher, dass die nicht gefälscht sind? Dem. Der Visage hier. Naja, der glaube ich, das glaube ich nicht so wirklich. Das ist. Ich glaube, Sie sind voreingenommen, was diese Untersuchung angeht. Ja. Ich sagte dir schon, ich bin ein Profi. Aber hier stinkt wirklich nichts. Und ein Profi. Was soll ich also machen? Ja, ich weiß dann auch nicht, Murray. Das ist Ihr Job. Ordern Sie Spürhunde oder ein SWAT-Team. Warum? Woher soll ich das wissen? Ich mache hier nur Vorschläge. Es gibt keinerlei Beweis, dass dieser Mann schlechte Hotdogs verkauft. Ich kann nichts weiter tun. Fall abgeschlossen. Fall abgeschlossen am Arsch. Ich gebe diese Ermittlung nicht auf. Selbst wenn Sie mir die Dienstaufsicht auf den Hals setzen. Ich gehe der Sache auf den Grund. Auch wenn ich dabei meine Marke riskiere. Verdammt nochmal. Wir sind Männer des Gesetzes, Murray. Herrgott. Ich schon. Du nicht. Oh, stimmt. Scheiße. Ja, scheiße. Worauf warten Sie denn noch? Verhaften Sie den Typen. Warum sollte ich das? Er macht die besten Hotdogs der Stadt. Danke, Officer. Aber er wollte Mel vergiften. Worauf basiert diese Anschuldigung? Es gibt keine Beweise. Und wenn es die gäbe, würde ich sie auch essen. Der war gut, Officer. Danke. Klasse. Ich hab genug von dieser Farce. Ich hau ab. Ja, mach, was du willst. Genau, mach, dass du wegkommst. Du verärgerst meinen guten Freund Officer Murray. Habe ich nicht gesagt, Arschkriecher haben die Klappe zu halten? Der will schon noch Beef, oder was? Ich hab Hotdog für dich, Murray. Also, das funktioniert was sogar. Sagen Sie denn zum Zustand dieses Hotdogs? Komm schon, Kleiner. Den hast du nicht von mir. Das kann ich ja bis hierhin riechen. Mit dir rede ich. Den was hab denken ich von Sie, dir. Officer Murray? Ich stimme dem guten Mann zu. Sowas von. Ich bezweifle sehr, dass der von hier ist. Ach, wirklich? Was ist denn mit dem Echtheitszertifikat? Was? Zeig mal her! Nochmal, mit dir rede ich nicht. Kapiert? Das ist Ihr Zertifikat, mein Freund. Unmöglich! Hä? Ah, ich weiß, was hier vorgeht. Ich wette, der kleine Drecksack hat vor ein paar Tagen was bei mir gekauft und will uns jetzt weismachen, dass mein Fleisch alt ist. Das ist von heute, also von drei Tagen. Prüfen Sie doch das Datum, Murray. Niemals! Das ist von heute. Bazinga! Da hast du's, Arschgesicht. Ja. Aber... Wer ist dein Daddy? Ja, weiß. Aber... Randall ist es. Wer ist dein Daddy? Das kann ich... Randall ist es, ganz genau. Okay, okay. Langsam ergibt das hier alles einen Sinn. Aber das kann nicht sein. Ich bin sicher, dass ich diesem Trottel nichts verkauft habe. Tut mir leid, mein Freund. Tja, die Beweise sprechen für dich. Gegen dich. Ich fürchte, Sie müssen mit mir aufs Revier kommen. Das glaube ich ja nicht. Ich auch nicht. Das ist nicht fair. Ich habe nichts getan. Ja. Erzähl's dem Richter. Was für ein Richter? Sie können mich doch dafür nicht verhaften. Kommen Sie schon, Officer. Wie wär's mit einem aufs Haus? Mit extra Chili. Das ist doch Ihre Lieblingssorte, oder? Bitte, Sie wissen, dass ich unschuldig bin.
Murray, lassen Sie mich jetzt nicht im Stich. Officer Murray, Sie wissen, Murray, dass ich unschuldig Profi. Bin. Sei ja. ein Profi. Erzählen Sie das dem Richter. Was? Richtig so. Das ist mein Murray. Das ist noch nicht vorbei. Ich hol meinen Anwalt. Der wird meinen Namen reinwaschen. Sie können holen, wen auch immer Sie wollen. Vom Revier aus. Oh, das ist super. Ich werde gleich mal Mel die gute Nachricht überbringen. Jo, der Typ ist verhaftet. Hoffentlich. Nicht, dass wir gleich zurückkommen und deren hübsches Würstchen ist. Mel, ich habe eine gute Nachricht für dich. Hallo? Ich habe keinen Kaffee, aber eine gute Nachricht. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass du offiziell gerecht worden bist. Hast du den Hotdog-Bastard umgelegt? Noch besser. Ich habe ihn verhaften lassen. Und wie zur Hölle hilft mir das? Weiß nicht. Sei doch einfach glücklich darüber. Er war schuldig und wurde erwischt. Das System funktioniert. Oh, der Typ hat... hat verdammt nochmal gar nichts gemacht. Ach du Scheiße. Was? Ich will damit sagen, es war nicht sein Hotdog, von dem mir schlecht wurde. Der war eigentlich echt lecker. Okay. Du verarschst mich jetzt, oder? Nein, ouch. Mir ist schlecht, weil ich mir einen von diesen Mercury-Cola-Kuchen gemacht habe. Die machen immer schwerwiegende interne Probleme. Warum zum Geier hast du dann dem armen Hotdog-Mann die Schuld gegeben? Jeder weiß, dass seine Hotdogs die Bombe sind. Und dank dir werde ich jetzt keinen mehr probieren können. Sorry, Kleiner. Aber Kaffee ist das Einzige, das den Schmerz lindern kann. Er hat und doch gesagt. Konnte mir sein nicht geben. Das war's auch schon. Ich würde es sehr gerne übernehmen, aber um ehrlich zu sein, habe ich schlimmere Dinge getan, um heute hier zu sein. Schön für dich. Tut mir trotzdem leid. Oh, aber ich brauche jetzt etwas Privatsphäre. Genug Gerede. Oh. Okay. Viel Spaß noch. Joa, okay. Zurück ins Hauptareal. Okay, die beiden sind weg. Tja, die Sache können wir ihnen noch nicht verkaufen. Überall dich lieber. Tja, der will sie nicht. Ja, und nun. Jetzt haben wir den Senat. Warte. Da steht doch jetzt der Kaffee rum. Ich habe einen Kaffee für dich. Der hilft dir vielleicht weiter. Dann kannst du mir die Sache abkaufen, die Miniatur. Aber das hilft mir dann nicht weiter, den Ring zu kriegen. Naja. Überhalte ich lieber. Immerhin. Achso, ja, erstmal mit Kaffee reinschütten. Ein Latte Macchiato mit extra Saccharin. Hier, bitte. Oh, wirklich? Würde ich bei so einer Sache lügen? Woher soll ich das wissen? Oh, ich kenne dich doch kaum. Da, bitte. Bringt's was? Oh, Gott sei Dank. Das scheint geklappt zu haben. Ich verdanke dir mein Leben, Kleiner. Ich hatte schon ernsthaft über Selbstmord nachgedacht. Nein, bitte, ich habe erstmal genug Selbstmorde gesehen. Mir gefällt, wie das klingt. Das liegt daran, dass du echt seltsam bist. Naja, kommen wir zum Geschäftlichen, ja? Ich brauche den Ring. Dieses Modell ist wunderbar. Es leuchtet sogar. Ich biete immer Spitzenqualität an. Ich liebe es. Pass auf, da drüben ist. Das ist aus der Original. Da drüben ist Mordzimmer. Das ist unfair. Vorsicht, der kennt doch sein Stück. Wie viel willst du dafür? Immer alles, was du hast. Eine Million? $1,000,000. Klar. Ich glaube, da müssen wir etwas nachverhandeln. Ach, wie wär's mit diesem schönen Geldbündel? Ist keine Den nehme ich. Aber sehr viel besser als nichts. Was meinst du? Wirklich? Nach allem, was ich für dich getan habe? Genau deswegen mache ich das. Vielleicht reicht das um. Sieh mal, Kleiner. Glaubst oder glaubst nicht, das ist alles, was ich habe. Ah, okay. Und ich biete es dir an, weil du mein Leben gerettet hast. Vielleicht reicht es, um den Ring zu kommen. Ich nehme es. Aber nächstes Mal überlege ich es mir zweimal, ob ich dir das Leben rette, okay? Ach, sei nicht so. Niemand zahlt für das Ding 1,000,000.
würde sogar sagen, das war das beste Angebot, das du hier bekommen konntest. Na schön, gib mir das dreckige Geld schon. Okay, wir haben eine Menge Geld. Ich schau mal kurz nach. Okay, das alte Geld hat sich jetzt mit dem konzentriert, kombiniert. So, eine Menge Geld. Geben wir jetzt alles dem hier. Dann haben wir aber nichts mehr für den Vermieter. Tja, wie schade. Da bin ich wieder. Und alles, was ich tun musste, war nur ein Bar Mitzwa sprengen und alle Jacken aus der Garderobe klauen. Das Universum wird dich eines Tages hart bestrafen. Eines Tages, hä? Vielleicht schon Montag. Egal, mir reicht's. Hier, das sollte mehr als genug sein. Schon mehr Dienstag. Als genug? Glaube ich nicht. Alter, das muss die größte Menge Geld sein, die du je auf einem Haufen gesehen hast. Diesen Traum, in dem du in Fort Knox eingestiegen bist, eingeschlossen. Also erzähl mir nicht, das ist nicht genug. Hey, das Fort Knox-Ding war top secret. Wenn die falschen Leute zuhören, könnte uns das umbringen. Charlie, ich hab's dir schon gesagt. Nur wenn du John McLean heißt, kannst du in Fort Knox einbrechen. Außerdem sagtest du nicht, die haben dann Velociraptor mit Taschenlampe als Wachmann? Das beweist nur, dass sie da unten zweifelhafte Experimente durchführen. Ja, wie auch immer. Du willst noch mehr Geld? Ohne Scheiß jetzt? Mehr habe ich nämlich nicht. Geld. Na ja, da gibt es vielleicht was, das du für mich tun kannst. Geht. Sag das bitte nicht so. Das klingt so verdorben. Ah, vergiss es. Du würdest das eh nicht hinkriegen. Hey, so geht das jetzt aber nicht. Na los, raus damit. Okay. Also, dieses Jahr ist Captain Reds 35. Geburtstag. Und du willst einem der Schauspieler, die ihn darstellen, einen Antrag machen, ja? Okay. Ich habe ihn heute nicht gesehen, aber keine Sorge. Als dein Bro bin ich natürlich auch dein Wingman. Weißt du, Randall, jedes deiner Worte bringt dich weiter weg von diesem Ring. Ganz locker, Alter. Es war nur Spaß. Bin sicher, du brauchst meine Hilfe gar nicht, um ihn rumzukriegen. Oh, sieh an, der Preis ist gerade noch 20% draufgegangen. Hey, komm schon. Ich fürchte, wir müssen die Vergangenheit reisen Charlie, ich kann mir keinen Cent mehr leisten. Es geht nicht um Geld. Wie ich gerade sagte, es ist Captain Reds 35. Ja. Und du willst einem der Schauspieler... Hör schon auf. Ich wollte einfach zum Buffet und mir was von der offiziellen Captain Red Eiscreme von dir besorgen lassen, damit wir die teilen können und diesen besonderen Tag zusammen feiern. Buffet, was für ein Buffet. Ganz einfach. Ah, das hast du wohl nicht kapiert. Dieses Angebot ist gerade vom Tisch. Oh. Und was willst du dann von mir? Besorg mir Captain Red Merchandise. Irgendwas, das ich noch nicht habe. Und sei gewarnt, ich bin ein sehr passionierter Sammler. So, und nur so kommst du an den Ring. Oh, echt jetzt? Wo bitte soll ich sowas finden? Immer neue Quests und Aufgaben. Nicht mein Problem. Ah, oh, schon jetzt brauchen wir... Jetzt brauchen wir Captain Red Merchandise. Kriegen wir jetzt Captain Red Merchandise, ja. Hey Mel, hast du vielleicht... Das reicht für heute, denke ich. Außerdem ist mir echt nicht mehr nach Smalltalk. Hat er nicht... Okay, der hat keinen Captain Red... Merchandise. Ja. Und nun? Silent Bob hat der Ver... Die haben doch vielleicht... Haben die... Ich bleib lieber auf Abstände Lust, dem Cap. Okay, die haben scheinbar kein Captain Reds Merchandise. Wo krieg ich jetzt auf die schnelle Captain Reds Merchandise? Tja, haben ja alle zu. Im Clayton's Cave, da waren wir lange nicht mehr. In die Nachdenkkiste. Captain Red Merchandise. Captain Merchandise. Ja. Also. Ja. Also. Koalas.
Na dann ab in Clayton's Cave. Ich kann wunderbar vielleicht was herausfinden. Vielleicht gibt's da Neuigkeiten. Hey Elaine, wie läuft's? Ach, weißt ja, immer beschäftigt. Hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. In der Sekunde, in der ich dich heute gesehen habe, dachte ich mir, ich rede mal etwas mit Elaine. Du weißt, dass ich echt gern mit dir rede, aber du hast mich gerade in einem ungünstigen Moment erwischt. Ach komm schon, Elaine. Was ist mit der nervigen Kellnerin passiert, die ich so schätze? Die, die immer mit mir reden wollte. Weiß auch nicht. Du weißt es nicht? Was ist denn das für eine Antwort? Was soll ich denn sagen? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Echt jetzt, Randall? Du sagst die ganze Zeit furchtbare Dinge zu mir und das ohne besonderen Anlass. Aber das ist doch nur Spaß und ich habe dich den ganzen Tag noch nicht beleidigt, oder? Tatsächlich siehst du besser aus als je zuvor. Danke, Randall. Aber heute möchte ich irgendwie wirklich nicht mit dir reden. Okay, ist ja gut. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Naja, wir sehen uns. Okay, ich lass dich mal weitermachen, Elaine. Tja, der Pater Moody. Keiner legt Hand an Pater Roy. Und an das noch. Es sollte wohl klar geworden sein, dass Pater Roy nicht der Gesprächigste ist. Ach was. Der hat ja super das Dialoge. Das ist Pater Roy, eine lebende Legende. Bin ich jetzt cool? Nee, ich hasse bunte Bälle seit dem Zwischenfall im Kinderland bei Ikea. Oha. Kreide. Pater Roys Kreide. Ihm die wegzunehmen wäre so schwierig, wie einen Mogwai zum Fasten zu bringen. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Pater Roy ablenken. Nee. Ja, der Zwischenfall in Ikea. Ein paar Billardkugeln. Nichts Besonderes an denen. Nicht jetzt. Nicht jetzt? Okay. Nee, ich hab... Okay. Spielen wir ein bisschen? Ich glaub nicht, dass ich das hinkrieg. Die wichtigste Kugel fehlt. Die weiße. Da kennt's jemand außen Billard. Ja. Schwarz, blau, ja, die ganzen bunten, schwarze, die weiße fehlt, falls da überhaupt eine weiße sein muss, ja, die wichtigste ist die schwarze oder die weiße, ja, die weiße, schwarze ist die unwichtigste, die weiße Elaine, Kugel fehlt. Die weiße Kugel fehlt. Ah. Ein Idiot muss sie geklaut haben. Hey, vielleicht hat der Dieb sie für irgendwas gebraucht. Ja, klar. Und ich bin sicher, du hattest nichts damit zu tun. Hey, diese Anschuldigung verletzt mich zutiefst. Okay, hier. Aber vorsichtig damit, das ist die letzte. Ich bin doch immer vorsichtig. Okay. Okay, ich lass dich mal weitermachen, Elaine. Hatten wir nicht mal eine geklaut? Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass da mal ein Cloud wurde. Die haben auch wohl wieder verloren. Wird irgendwo für eingesetzt. Ach ja, stimmt, das war ja hier für die Merkur-Pyramide. Da war sie mit umgeworfen. Oh, da liegt die weiße Kugel und jetzt können wir spielen. Let's Play Billard. Oh. Jetzt können wir spielen. Und bloß nicht die Schwarz rein. Da passiert recht wenig. Na komm. Rein mit den Kugeln. Ach. Flippen eigentlich immer wieder zurück. Pater Roys Kreide. Ihm die wegzunehmen, muss ihn irgendwie ablenken. Aber wie lenken wir den ab?
ihn mit einer Kugel im Kopf treffen. Geht nicht. Tja. Tja, aber... Aber wie, aber wo, aber... Ja, Billard spielen. Ihn können wir damit nicht angreifen. Das Einzige, was wir machen können, ist... die Kugeln hier hin und her zu kippen. Da passiert recht wenig. Ja. Das bringt nichts, das bringt nichts. Mit der Lampe. Oh, okay. Haben Sie das gesehen, Pater? Alles so versenkt man alle auf einmal. Oh, ja, okay. Keine. Er sieht gerade nicht hin. Damit hätten wir ein Stück Kreide. Da schreibe ich nichts drauf. Lieber nicht. Da. Lieber nicht. Lieber nicht. Kombinierung. Warum? Das. Lieber nicht. Eine blaue Batterie. Noch ein blaues Lichtschwert lieber raus. Nicht. Ist eh das Bessere. Was das geht? Jetzt hat er einen schicken blauen Hut. Ja, warum nicht? Okay. Zur U-Bahn. Was hilft? Und wie sollte das jetzt uns weiterhelfen? Hier wollen wir halt noch nicht. Farben. Blauer Hut, blaue Farben. Das klappt sogar. Jetzt kriegt er einen schicken roten Anzug. Ja, aber was für eine frisch gestrichene Figur. Und? Hübsch, aber... Ja. Können wir sie in die Kanalisation werfen? Ich denke nicht, dass das klappt. Eine Ewigkeit später. Alles klar. Okay. Machen wir es noch ein bisschen heftiger. Es wird nicht klappen. Das muss nicht geklebt werden. Ich denke nicht, dass das klappt. Ich denke nicht. Hätte man ja anmachen können, anmalen, noch ein bisschen was Rotes dran. Ich denke. Immer ordentlich drauf. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Es gibt keinen Grund dafür. Einfach nochmal hier reintunken. Na klar. Schön. Was zur Hölle? Der verfickte Koala hat meine Figur geklaut. Ich wollte sie ja eh in den Gulli werfen. Warum? Ich wollte sie ja eh da reinwerfen. Da gehe ich auf keinen Fall. Versteck des kleptomanischen Koalas. Hallo? Kleptomanischer Koala? Die können Freunde werden. Hier versteckt sich das verdammte Biest.
Ich stehe doch hier nicht rum, bis das Vieh sich den Köder schnappt. Blödsinn. Ja. Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Na dann. Joa. Damit will ich den Feuerlöscher nicht. Dann vielleicht ein paar T-Shirts unterwerfen. Das macht kein. Ja, es macht keinen Sinn, aber. Da schreibe ich nichts drauf. Man könnte es ja mal versuchen, man könnte es ja mal kombinieren. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Was? Das Scheißding sieht echt schwer aus. Ich lass das mal lieber. Ah, okay. Aber das klappt, oder? Das ist schwer genug, um das Gewicht der Angel zu halten. Mir fehlt nur was, um sie zu fixieren. Als ob das jetzt funktioniert. Was, um sie zu fixieren? Ich denk. Fixiert man jetzt den Kleber? Das muss nicht. Aber der Gullideckel muss geklebt werden. Das muss nicht. Die Abdeckung ist schwer genug, um das Gewicht der Angel zu halten. Mir fehlt nur was, um sie zu fixieren. Um sie zu fixieren. Fixativ. Ich denke nicht, dass. Ja, war nur so eine Idee. Ja, und jetzt bräuchte man was, womit man das fixieren. Der ist leider völlig unbrauchbar. Die Abdeckung ist. Ich denke nicht. Ich glaube nicht. Ich denke nicht. Fixieren. 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 Fixier dich gleich. Ich denke. Steht nicht auf meiner Abschussliste. Ja, da. Ich werde. Ich rede nicht. Ein Gullideckel. Ein Gullideckel, in den das Ding jetzt reinpasst. Die Abdeckung ist schwer genug, um das Gewicht der Angel zu halten. Bestimmt. Mir fehlt nur was, um sie zu fixieren. Da fällt mir nichts mehr ein. Tschüss.